Heute wollen wir in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht über einen der größeren Aufreger im Bereich des öffentlichen Rechts der letzten Monate berichten, das Standortentwicklungsgesetz. Was es damit auf sich hat, wie es funktioniert, was der Regelungsinhalt ist, das werden Sie in den nächsten 3 Minuten hier erfahren. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Dauern Genehmigungsverfahren für große Projekte in Österreich zu lange? Nach Ansicht unserer Bundesregierung ist dies der Fall. Die Lösung soll nun mit dem Standortentwicklungsgesetz gefunden worden sein. Im Wesentlichen besteht das Standortentwicklungsgesetz aus zwei Teilen. In einem ersten Teil wird geregelt, wie man ein standortrelevantes Vorhaben identifiziert. In einem zweiten Teil ist dann Sonderverfahrensrecht enthalten, das eben zur Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren beitragen soll. Wie identifiziere ich nun ein standortrelevantes Vorhaben? Ich rege eine solche Identifikation beim Standortbeirat, der auf ministerieller Ebene in Österreich eingerichtet ist, an. Dort sitzen Experten drin, die nach bestimmten Kriterien besonders standortrelevante Vorhaben identifizieren. Und am Ende des Tages steht eine Verordnung, die ein-, zweimal im Jahr aktualisiert und geändert wird, wo quasi im Sinne einer Auflistung die standortrelevanten Vorhaben in Österreich enthalten sind. Spannender ist der zweite Teil, dort ist nämlich das Sonderverfahrensrecht enthalten. Innerhalb von 3 Jahren nach Aufnahme auf die Liste der standortrelevanten Vorhaben kann dann für dieses ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren initiiert werden, ein entsprechender Antrag eingebracht werden. Wenn ein solcher Antrag gestellt wird, dann ist das standortrelevante Vorhaben jedenfalls von den Behörden prioritär zu behandeln. Der Gesetzgeber stellt sich vor, dass man längstens innerhalb von 12 Monaten zu einer Genehmigung kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann verschuldensunabhängig auch das Bundesverwaltungsgericht angerufen werden, das dann in der Sache selbst dieses Vorhaben zu Ende zu entscheiden hat, zu Ende zu genehmigen hat. Das ist genau der springende Punkt. Der Gesetzgeber stellt sich weiters vor, dass wenn nicht in den ersten 12 Monaten des Genehmigungsverfahrens gewichtige Gründe zutage getreten sind, die zu einer Zurückweisung oder zu einer Abweisung führen, dann gilt auf jeden Fall, das primär genehmigt werden soll, nötigenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, Projektsmodifikationen, sonstigen Nebenbestimmungen und dergleichen. Während der erste Entwurf des Gesetzes, der im Sommer 2018 vorgestellt wurde, noch für heftige Kritik gesorgt hat, ist nun, zumindest meiner Meinung nach, im nachgebessenen Entwurf kaum noch eine Unionsrechtswidrigkeit oder eine Verfassungswidrigkeit zu erblicken. Ob das wirklich hilft, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, das wird freilich die Zukunft zeigen.